Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich habe gestern beim Rumscrollen auf YouTube ein Video entdeckt, das mich, nur ich sag mal, ein bisschen interessiert hat, nämlich das neueste Musikvideo der Band Igor. Ich habe ja schon ein paar Sachen von denen gehört und man unterhält sich ja auch über so ein paar Phänomene, ne, und hatte so ein ungefähres Bild davon, was das so ist. Aber ich habe es scheinbar komplett unterschätzt. Sagen wir es mal so. Das war meine Reaktion darauf. Alter, was? Was? Alter. Und da dachte ich mir, verdammt, das ist irgendwie was, über das wir mal speziell reden müssen. Also Igor, warum und wieso? Und sorry übrigens, dass meine Upload-Routine gerade so ein bisschen messed up ist. Ich bin gerade viel unterwegs, arbeite an vielen Projekten für dieses Jahr. Da wird auf jeden Fall mega viel passieren. Und ja, da kommt manchmal so ein Video in die Quere. Oder man hat einfach nicht die Zeit, sich gerade ein Thema auszudenken. Aber es wird wieder besser. Keine Sorge. Ne? Und auf meinem zweiten Channel kommt jetzt auch noch ein Video hoch. Da könnt ihr hier auf den Link da unten gucken. So, Igor ist absolut einzigartig. Es gibt wenige Bands im Dunstkreis des Metals, die so eine enorme Bandbreite an verschiedenen musikalischen Strömungen verarbeiten und zusammenmixen. Ja? Dabei muss eigentlich gesagt sein, dass hinter Igor Gauthier Serre steckt. Das ist ein Multiinstrumentalist, der ja, nach einem eigenen persönlichen Anspruch arbeitet. Nämlich, dass er Musik machen will, die er liebt, ohne sich zu fragen, ob es vielleicht zu komplex sein würde oder zu weit weg von dem, was Menschen mögen. Ja, er möchte einfach nur Musik ohne Regeln machen. Ja, im Endeffekt möchte er einfach nur eine ganz große Party schmeißen zwischen Metalheads, Elektronik-Fans, Klassik-Fans, Leute, die auf Gypsy-Musik stehen. Einfach alles, das von jedem Genre das Beste zusammenbringen. Dein künstlerischer Anspruch ist also, über die Genregrenzen hinauszugehen und etwas zu formen, das nicht unbedingt dem entspricht, das dem Ohr des Zuhörers schmeichelt. Ja. Black Metal, barocke Musik, Dubstep, leichte Pianomusik, Breakcore, ja, keine Ahnung, Polka, jiddische Musik. Es ist eigentlich müßig, darüber zu sprechen, was da alles verarbeitet wird. Ja, ob das nun eine Blockflöte ist, ein Saxophon, Cembalos, eine Sitar, ein Klavier, ein Hackbrett, das nimmt man eigentlich auch gar nicht mehr alles so wahr in dieser Musik. Ja? Und man könnte zu dieser Frage kommen, hat das alles, ja, dieses ganze Chaos, hat das ein System? Ja. Da steckt tatsächlich eine mathematische Gleichung dahinter, mit der man angeblich die Weltformel dechiffrieren können soll. Also im Grunde ist die Musik von Igor der Versuch, das Göttliche darzustellen. Ja, deswegen verstehen wir sie auch nicht. Deswegen wirkt sie irgendwie auf uns so zufällig. Nee, Quatsch, ich habe euch verarscht. Gauthier fällt einfach was ein und dann macht er das draus. Ja, in einem Interview meint er dazu, für mich ist das sehr natürliche Musik. Ich erdenke sie spontan. Tatsächlich stellt sich die Musik in meinen Gedanken von ganz von allein zusammen. Ja, also muss ich nichts widerspiegeln. Ich sehe es lediglich kommen und nehme es auf. Es ist eigentlich super, wenn so ein Gedankenstrom einfach transkribiert wird. Aber es ist trotzdem nichts, was einfach so ohne Arbeitsaufwand entsteht. Ne? Ganz im Gegenteil, es liegt nämlich Perfektion in dem Chaos. Und das ist vielleicht das, was man da wirklich unterschätzt. Zu den Aufnahmen von 2017 erschienen Savage Sinusoid, sagt er zum Beispiel. Es hat übrigens 5 Jahre gedauert. Ja, sagt Gauthier in einem Interview, etwas, was mich sehr beeindruckt hat, weil man da auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, für das Cembalo, das in einigen Tracks zu hören ist, musste extra ein LKW mit dem Instrument aus Tschechien ins französische Hinterland kommen. Da musste sich das Instrument beispielsweise temperaturmäßig an die Umgebung anpassen und dann erstmal gestimmt werden. Und bei einer Sitar ist es noch schwieriger, weil das wohl auf anderen Noten basiert, als die, mit denen Gauthier normalerweise arbeitet. Und am Ende war das Album eigentlich eine qualitative Recherche zu allen Instrumenten und so ein enorm aufwendiges Mastering, weil er sein musikalisches Ideal erreichen wollte. Für jedes Instrument hat er auf Savage Sinusoid einen Gastmusiker, der das Instrument besser beherrscht als er, was er auch frei heraus zugibt. Ne? Und das ist toll, dass es über die Hybris des Künstlers hinausgeht und einfach nur um das perfekte Ergebnis am Ende. Und die Frage ist, wie dicht liegen da Genie und Wahnsinn beieinander? Gauthier hat zum Beispiel ein zahmes Haushuhn, mit dem er Klavier spielt und für dessen Aufnahme mit einer GoPro er einen GoPro Award gewonnen hat. Ne? Der Name seines Projekts, also Igor, kommt von seiner Wüstenrennmaus Igor, nur mit einem R, die er als Kind hatte. Und als er anfing, Songs zu schreiben, fügte er einfach immer ein weiteres R an Igor an, so für den Namen sozusagen. Ne? Igor 1, Igor 2 und so weiter. Ich unterstelle ja jedem, der behauptet, die Musik von Igor zu verstehen, dass er ein Lügner ist, ja, und sich aufspielen möchte. Für mich persönlich geht es noch weiter. Für mich ist die Musik nüchtern, schlicht und ergreifend unhörbar. Ne? In meinen Augen ist das ein faszinierendes Kunstprojekt,
das dem Hörer immer wieder den Atem verschlagen kann, aber es ist eben darauf angelegt, nicht einfach nur gehört werden zu können. Das ist zu komplex, zu anstrengend. Ja, also Opus Brain ist so einer der wenigen Songs, die da rausfallen. Die können klassisch gehört werden, ja. Aber Very Noise beispielsweise, das zählt da dazu. Ja, und das Musikvideo spiegelt so meine Gedanken zum Song wieder. Das ist keine Sache, die du weghörst. Ich finde es wahnsinnig inspirierend und faszinierend. Versteht mich nicht falsch, was Gautier da geschaffen hat. Und es beeindruckt mich, dass das in der Metal-Community tatsächlich so gut anzukommen scheint. Ja, weil das ist ja gelebte Progression. Was haltet ihr denn ganz persönlich von Ego? Ist das Kunst oder Wahnsinn? Schreibt es mir dort unten in die Kommentare, meine lieben Freunde. Ich wollte euch diesen Ausnahmekünstler einfach mal kurz an dieser Stelle vorstellen. Und ich bin auf eure Gedanken und eure Erfahrungen mit der Band oder mit den Musikern und diesem Mastermind dahinter gespannt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüssikowski, meine lieben Freunde. Und ja, ihr habt es richtig erraten. Ich bin momentan wieder so ein bisschen mehr im Metal drin, gedanklich. Und deswegen thematisch auch mit den Videos mal wieder mehr im Metal verwurzelt. Es ist ganz seltsam eigentlich, diese Trennungssituation vom Ende des Jahres hat mich da auch wieder mehr zu dieser Musik geführt. Und es ist immer so, als wenn es in Zeiten so einer emotionalen Umwälzung, in Zeiten, in denen man das wirklich braucht irgendwie, dass der Metal-Verein da ist. Ja, nee, also das habe ich so ein bisschen mitbekommen und deswegen denke ich, ist das momentan so eher thematisch das, womit ich mich auseinandersetze. Also in nächster Zeit könnt ihr euch, glaube ich, wieder mehr auf Metal-Content freuen. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video jetzt aber wirklich. Tschüssikowski, wenn euch das Video gefallen haben sollte, Daumen nach oben, Abo dalassen und auf Instagram findet ihr mich auch. Aber jetzt gehe ich weg. Tschüss!